Zum Gruße, meine lieben Zuschauer. Heute, an diesem wundervollen, verkaufsoffenen Samstag, möchte ich zu euch sprechen. Sprechen über das, was jeden Tag geschieht. Über das, was so alltäglich ist. Über das, was aber nicht alltäglich sein sollte. Heute betrat ich, wie viele von euch, einen dieser Konsumtempel. Dort, wo die goldenen Kälber verkauft werden. Ja, den Kaufhof meine ich. Dort erblickte ich, während ich den Messwein aussuchte, ich nehme meinen Rhein, meinen Ruwer, wegen des vollmundigen Geschmackes. Dort erblickte ich ein altes Mütterlein. Ihre welken Hände schwebten wie muntere Vögelein durch das Spirituosenregal. Vom Bacardi zum 1040, innehaltend beim Rémy Martin. Doch dann, plötzlich, stießen sie da nieder und griffen eine Flasche. Maria, gebenedeit sei dein Name. Und griffen eine Flasche Maria Krohn und ließen sie in eine ekelhafte, speckige Plastiktüte verschwinden. Ja, meine lieben Zuschauer, das siebte Gebot. Ich trat also auf das Mütterlein zu und sprach: Tut man denn das, meine Tochter? Sie senkte schamvoll ihr Antlitz. Mit ihrem zarten Stimmlein antwortete sie: Halt den Rand, du alter, versoffener Pfaffenarsch! Tja, was wollen uns diese einfachen, aber doch so farbigen Worte sagen? Ja, könnten dies nicht genau die Worte gewesen sein, die Petrus zu Jesus sprach, als sie auf den See Genezareth hinausfuhren? Herz Jesulein, halt den Rand des Bootes fest! Ja, hat so nicht unser Mütterlein eine Wahrheit ausgesprochen, die in uns allen steckt, ob Mann, ob Mensch, ob Frau? Halt den Rand, du alter, versoffener Pfaffenarsch! Worte, die zum Nachdenken anregen. In diesem Sinne einen gesegneten Sonntag. Guten Abend.